Hi Leute und willkommen. Rogue Legacy steht wieder mal auf dem Spielplan und heute wird sich Lady Priscilla, die Barbarenkönigin, dem Dungeon stellen. Mal gucken, wie weit sie kommt, mal gucken, was sie so mitbringt an Plunder und Loot. Ich bin gespannt. Mit einem Goldstartkapital geht's los. Haben wir schon mal vervielfacht, sehr gut. Oh wow, cool, ein Goldsäckchen in einem Kerzenständer. Das hat man auch selten. Na komm, schieß. Danke. Ja, yeah, durch Rambon. So muss das sein. Bist du echt? Ja. Warum hängen hier eigentlich Bilder von Clowns? Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Es ist minimal verstörend. Ah, das fotografische Gedächtnis führt dazu, dass sie die Position von Gegnern im Raum kennt. Das ist ja super. Ich weiß nicht genau, wie die das mit einem fotografischen Gedächtnis begründen, weil sie war hier noch nie. Aber das ist schon echt gut. Keine bösen Überraschungen, also zumindest weniger. Oh, ich habe Angst, wenn wir jetzt den... Ich nehm's, weil manchmal kriegt man echt coole Sachen. Ah, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es cool. Vielleicht auch nicht. Oh, da schießt jemand Raketen. Und Eis auch. Und was zur Hölle ist denn los? Was ist denn in dem Raum schon wieder los? Mann, okay. Jetzt mal cool. Sammeln. Erstmal wieder sammeln. So, da hinten lauert noch was auf uns. Ein Zombie. Dafür kriegen wir hier das Ritterschwert. Cool. Da könnten wir beim nächsten Mal gucken. Wenn wir uns das leisten können, haben wir ein wesentlich stärkeres Schwert. Das ist, glaube ich, nur die Kugel, die hier rumschwebt. Genau. Der letzte Gegner auf der Map. Oh, Boss. Cool. Das heißt, wir können uns ziemlich hoch heilen und bringen auf jeden Fall ein paar hundert... Ah, Ritterhelm. Okay. Trotzdem ein paar hundert Gold heim. Oh, so Räume liebe ich ja. Oder? Ohne Witz. Na, komm, die holen wir schon. Da sind die auch noch Kerzenständer an der Decke. Die müssen alle weg. Armleuchter. Armleuchter. Ah, Tagebuch. Mit Essen. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, wer immer Hähnchenkeulen in den Kronleuchtern versteckt, aber danke. Tagebucheintrag Nummer 6. Ich möchte die Dunkelheit noch nie. Ich mochte die Dunkelheit noch nie. Ich ziehe es vor, meinen Feinden auf dem offenen Feld bei guter Sicht entgegenzutreten. Aber jetzt kämpfe ich mit einem ausgestreckten Handschuh durch die Dunkelheit. Was? Okay. Der andere an meinem Schwert griff. Nie kann ich sagen, welcher Schrecken hinter der nächsten Ecke lauert. Ich bin der größte Schwertkämpfer aller Zeiten, doch selbst ich habe Probleme, diese Dämonen im Zaum zu halten. Meine Geschwister sollten dankbar sein, dass ich ihnen vorausgeeilt bin. Für die ist es ein maskierter Segen. Sie hätten nicht die Standhaftigkeit, diese Hallen zu überleben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die habe, aber okay. Anscheinend ist es ja eh Tradition, dass aus jeder Generation immer nur einer ins Schloss geht. So wirkt es zumindest. Es ist anscheinend Tradition, dass immer drei Nachkommen geboren werden und davon wird immer einer ins Schloss geschickt. Hey. Okay, ich sehe noch einen Gegner auf dem Radar, aber ich glaube, das ist nur ein Bällchen. Genau.
nein, er reicht die Truhe. Ach, ich war nicht schnell genug. Das kann man, glaube ich, nur mit Spezialfähigkeiten schaffen. Mit so Sprintfähigkeiten und sowas. Naja, egal. Ein Hähnchenkeule und ein bisschen Gold gab es trotzdem. Wir müssen nur hier auch nochmal durch. Vergeht ja. Okidoki. Ach so, warte, da hinten, unten geht's weiter. Gut. Oh, noch ein Tagebuch. Mensch, finden wir zurzeit viele Tagebücher. Und noch ein Hähnchen im Kronleuchter. Tagebuch 7. Es ist immer noch Nacht. Hinter jedem Fenster starrt dieselbe derselbe melancholische Mond zurück. Aber ich schwöre, dass ich schon mindestens einen ganzen Tag hier bin. Es muss das Adrenalin sein. Ich habe mich noch nie gleichzeitig so mächtig und herausgefordert gefühlt. Es ist beglückend, durch diese Räume zu rennen und einen Feind nach dem anderen zu töten. Irgendwie fühlen sich die Feinde in diesem Schloss an, als seien sie maßgeschneidert für mich. Sie trainieren, leiten und beobachten mich. Es klingt vielleicht verrückt, aber wenn dieses Schloss irgendwie spüren kann, wer sich in ihm befindet, dann hat es vielleicht auch böse Absichten. Aber vielleicht auch nicht. Wenn ich mich nicht irre, dann könnte der Aufbau der Hallen eine List sein, die mich tiefer in die Falle lockt. Ich muss wachsam bleiben. Mach halt. Hallo. So, wo ist der andere Feuerkerl? Der steckt oben in der Wand fest oder so. Ich weiß es nicht. Au, auf jeden Fall ist er ein Arsch. Oh Mann. Yeah, Reichtum. Ausgezeichnet. So, hier wird's wieder runter in den Keller gehen, aber nö, 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 nö. Teleportieren wir uns lieber, ja, in den Bossraum. Von da aus können wir noch nach rechts weitergehen. Zielsuchender Raketenturm oder was? Unverschämtheit. Okay, dafür gibt's ein bisschen Gold als Entschädigung. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, ohne Vorwarnung kommt man da einfach in den dunklen Ort. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Hier geht's noch weiter. Gut, nehmen wir den Weg noch. Mann, ey, wie gemein, oder? Ah, dieser kreisende Kopf geht mir auf die Nerven. Danke. Ich wollte hier gar nicht rein, aber ist okay. Hat uns gerettet. Okay, jetzt wollen wir da oben rein. Hallo, wie geht's? Ah, oh, come on. Ich mag solche Räume. Ist irgendwie cool. So unglaubliche Action. Da kommt man teilweise in so eine Zone. In so eine... Ich spiele gar nicht mehr bewusst Zone. Das ist das Wichtigste. Das habe ich beim Tetris-Spielen gelernt. Es ist wirklich... Wenn man Spiel ein bisschen verinnerlicht, dann hört man auf, drüber nachzudenken, sondern spielt es einfach ganz automatisch. Und bei Tetris ist es wirklich so, sobald du anfängst, drüber nachzudenken, was du gerade tust, kannst du es vergessen. Dann ist dein Spiel gelaufen. Sobald irgendwas passiert, das dich irritiert und rausreißt und du anfängst nachzudenken, dann ist es vorbei. Weil du kannst nicht so schnell denken. Du musst einfach intuitiv handeln. Das muss alles ganz schon in dir drin verankert sein, ganz tief.
Das kann man auch bei Turnierspielern ganz oft beobachten. Wenn die einmal einen Fehler machen, dann ist es vorbei. Dann machen die weiterhin Fehler. Weil dann ist dieser, also dann brauchen die manchmal einfach. Dann passieren irgendwie zwei, drei Sachen hintereinander und wenn sie dann noch nicht tot sind, dann läuft's wieder. Aber das reißt die dann raus und dann müssen die erst wieder ihren Weg reinfinden ins Spiel. Ich schätze mal, dass das nicht nur auf Tetris anwendbar ist, sondern auf alles Mögliche. Wahrscheinlich auch auf traditionelle, nicht digitale Sportarten und so. Alles, was mit Konzentration zu tun hat. Also mit Konzentration unter Stressbedingungen. Nicht Schach zum Beispiel, glaube ich. Da ist es wahrscheinlich was anderes. Da kann man sich die Zeit nehmen. Und bewusst nachdenken. Das sollte man auch bewusst nachdenken. Oh, ich habe jetzt mal wieder einen Schachsimulator gespielt, also ein Schachspiel. Und hat mir voll Spaß gemacht und so. Voll super. Aber ich war auch ein bisschen frustriert, weil ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Und ich habe es erst nach dem 10. Anlauf oder so geschafft, den Stufe 3... Ich weiß nicht, ob ich den Teleporter benutzen will. Ich weiß nicht, wo mich der hinbringt. Aha, hierhin. Ich habe es erst nach dem 10. Mal oder so geschafft, den Stufe 3 Schwierigkeitsgrad Schachcomputer zu besiegen. 3 von 10 Schwierigkeitsgraden. Das war schon ein bisschen frustrierend. Aber naja, mein Gott. War ich auch schon mal besser. Aber ich habe es auch unterm Spielen gemerkt. Ich konnte überhaupt nicht mehr vorausplanen. Ich habe überhaupt die Züge nicht mehr gesehen. Also man kriegt ja einfach, wenn man ein bisschen geübt ist, einen Blick dafür. Man sieht, was gerade möglich ist. Was der Gegner machen kann beim nächsten Mal und was man selber machen kann. Und man kriegt dann auch einen Blick dafür, was in den nächsten Zug möglich ist. Also so einen Zug konnte ich eigentlich schon immer relativ problemlos in die Zukunft prognostizieren quasi. Aber das ging gar nicht mehr. Da war ich komplett draußen. Ich konnte nicht mal mehr den nächsten Zug vorhersagen. Oder die Möglichkeiten, die so da sind, irgendwie erkennen. Und so ist es halt. Ah, come on. Ich hasse es. Ich sollte nicht so viel über Schach reden, sondern mich ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was wir hier gerade machen. Todesabwehr! Yeah! So ist das nämlich. Todesabwehr. So, Auge, wegen dir habe ich mich jetzt hier so durchgestresst überhaupt erst. Ich wollte nicht gegen alles andere kämpfen, während das Auge die ganze Zeit auf uns schießt. Ich dachte mir, das ist eine blöde Idee. Wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Und trotzdem hat uns ziemlich viel erwischt. Oh, und jetzt mit dem Bällchen hier. Es ist auch ein bisschen gemein. Oh, Mann. So. Oh. Ha, ich glaube, dieser Ring war wahrscheinlich diese Todesabwehr, oder? Weil wir haben das ja noch gar nicht... Ich habe mich schon gewundert, weil wir haben das doch noch gar nicht gelernt. Aber ich glaube, es war dieser Ring, der uns jetzt wieder erweckt hat. Weil den haben wir verloren. Und jetzt haben wir irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Auf jeden Fall kriegen wir hier nochmal super viel Gold. Es hat sich echt gelohnt, dass wir überlebt haben. Sehr gut. Hier wird es zum zweiten Boss gehen. Wenn ich mir unsere Lebensenergie ansehe, ist das absolut bescheuert. Und ein sinnloses Unterfangen. Deswegen machen wir das jetzt noch nicht. Mal gucken, vielleicht mit wahrscheinlich nicht, sogar sehr sicher nicht, wenn ich mir das so anschaue. Aber falls wir unsere Lebensenergie irgendwie wieder auffüllen können, dann versuchen wir es. Aber ansonsten haben wir jetzt einfach alle kaputt. Schnell! Kiste plündern. Was wir haben, haben wir. Das können die uns nicht mehr wegnehmen. Oh mein Gott.
Aber der Raum will es wissen. Der ist jetzt echt zusammen mit den Kugeln, die hier rumfliegen, ist es schon echt sehr gemein, der Kerl. Wow. Okay, cool. Nehmen wir. 3 HP, ey. Verdammt, der bewegt sich ungefähr so schnell wie die Kugel. Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir tun sollen. Ah, nee. Das war jetzt echt einfach nur super gemein. Aber ist egal. Die Priscilla hat ganz schön was geschafft. Ganz schön was zusammengelootet. So, Paladin, Shinobi oder Erzmagier. Ich glaube, ich nehme den Magier. So, Kohle. Hallo. Ach so, warte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall unsere maximale Gewichtstragefähigkeit mal um 1 erhöhen. Und was ich schon lange machen wollte, sonst vergessen wir es. Wisst ihr was? Ich muss jetzt mal Todtrotzen nehmen. Das hätte ich echt gerne. Und mehr Geld. Nein, das können wir uns schon wieder nicht mehr leisten. Mehr Geld ist teuer geworden. Verdammt. Aber wir haben jetzt hier das Ritterschwert. Mehr Schaden. Her damit. Wir haben hier die Auswahl. Entweder mehr Leben und mehr Mana oder noch mehr Leben und noch mehr Mana. Aber den können wir wieder nicht tragen. Dann müssen wir noch eine Stufe unserer Tragefähigkeit ausbauen. So, jetzt. Her damit. Oh, hier hätten wir auch den gleichen. Aber dann müssen wir unsere Tragefähigkeit nochmal ausbauen. Und das Ding selber können wir uns schon gar nicht mehr leisten. Aber theoretisch, oh hier auch. Und die nächste Stufe quasi auch schon. Aber dann müssten wir unsere Tragefähigkeit noch mehr ausbauen. Was wir jetzt vielleicht auch tun werden noch für das restliche Geld. Schon mal für die Zukunft. So, sehr gut. Cool. Habt ihr das... Warum kann der weiter hämmern? Ich habe die Zeit angehalten. Der Schmied. Guckt, alle bleiben stehen. Nur der Schmied nicht. Der Schmied ist irgendwie übermächtig. Ein übermächtiges magisches Wesen. Naja, Leute. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.